heute frisch von der Firma Tamiya eingetroffen, der Tamiya TRF420 Racing Factory, das neueste Modell von Tamiya. Wir machen mal ein kurzes Unboxing und schauen uns mal an, was hier alles enthalten ist. In einem schönen Koffer, eingepackt in Folie, auf der Rückseite mit entsprechenden Zubehörempfehlungen und das Ganze, wie gesagt, ausgeliefert von der Firma Tamiya Deutschland. Heute frisch eingetroffen, offizielles Vorstellungsdatum ist den kommenden Mittwoch. Schachtel ist leicht wellig. Übergeblieben ist hier hinten der Aufkleber und das Ganze ist hier noch einmal versiegelt. So weiß man auch, dass er neu ist und lässt sich dann schön falten. Hier ist nochmal der Zettel. Ja, enthalten das serienmäßige Kohlefaserchassis mit dem Topdeck mit natürlich ordentlich versenkten Löchern, Zahnriemen vorne, Zahnriemen hinten, sehr dünn, sehr auf Leichtlauf ausgelegt. Hier ist, wie von Tamiya gewohnt, alle Kunststoffteile verbaut. An sogenannten Spritzlingen. Das sind die Kegeldiffs hinten, innen. Hier sind die Servosafer, Bulkhalter. Dann die ganzen Aufhängungsteile, Querlenkerträger, Radträger hinten, Stoßdämpferteile, die neuen Schwingen vom 420, die sich von dem 419 entsprechend unterscheiden. Die schauen wir uns mal im Detail an. Komplett zu eine Schwinge. Einmal vorne, einmal hinten. Entsprechend ein Satz. Ja, und hier sind auch nochmal wahrscheinlich Differentialhalter, alles was dazugehört. Hier ebenfalls, da laufen dann die Kugellager von den Diffs zum Einstellen. So, dann haben wir hier in Luftpolsterfolie die wertvollen Aluminiumteile, natürlich in blau elipsiert, enthalten. Schaumstoffrahmen vorne. Das sind die Titanspulstangen in Alu, blau mit den Radmitnehmern. Stabilisatoren, glaube ich, schon mit drin. Die Halter, Kugellager, Radachsen, Dämpferöl, Kegeldiff-Dichtung und Kegeldiff-Gehäuse außen, Zahnrad mit dabei und jede Menge viele blaue Teilchen. Wahrscheinlich hier hinten die Schwingenhalter. Das ist der Servohalter. Der Servo ist hängend eingebaut, wie es sich für einen zeitgemäßen Tourenwagen gehört. Doppelseitiges Klebeband. Hier nochmal mit Tifffett mit dabei. Und hier sind die ganzen Achshalter. Eines der Highlights von Tamiya, die TRF-Stoßdämpfer mit entsprechenden Stoßdämpferölen und den beiliegenden Federn. Goldenen Dämpferschäften.
das übliche kleine Werkzeug für die Spurstangeneinstellung und für die Räder. Hier ist ein Karosseriehalter und für den Frontrahmen entsprechend die Kunststoffteile. Ein Dekoaufkleber, damit auch jeder weiß, dass sein Auto auf der Strecke unterwegs ist. Dann haben wir hier nochmals Informationen, die wichtig sind, die man lesen sollte. Zusammenbau, bla bla bla. Liest sowieso keiner. Was jeder lesen wird, ist definitiv die Anleitung, die einmal in Englisch und in Chinesisch-Japanisch daherkommt, wo eine einzelnen Bauschritte, so wie es bei Tamiya gewohnt ist, Schritt für Schritt deutlich und unmissverständlich erklärt sind. Ja, das war's dann auch schon. Das war mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin gespannt, wie sich das Ding bauen lassen wird. Dazu werde ich entsprechende dokumentarisch Bilder machen, werde die für die Mika News zur Verfügung stellen, so dass ihr das dann auch mitverfolgen könnt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich ab morgen ans Bauen machen. Spaß haben dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr schön zugeschaut habt. Und ja, bis demnächst. Wiederhören.